Moin Leute und herzlich willkommen zum One Piece Preview Folge 645. Es spitzt sich immer weiter zu. Luffy kämpft ja bereits im Ring unter falschem Namen, also Ruffy kämpft dort gegen alle möglichen Typen. In der letzten Folge hat er schon den Riesen aus dem Ring geschlagen und der Ochse wurde besiegt. Was sehen wir beim nächsten Mal? Wir sehen einen Typen von hinten, der hat blaue Haare. Nicht ganz so blau wie Blue Gilly, aber so einigermaßen blaue Haare. Und dieser wird im Trailer noch öfters hintereinander vorgestellt. Es gibt insgesamt nur 3 Szenenwechsel im kompletten Trailer und dieser ist einer davon. Und ich würde sagen, die Folge wird sich das nächste Mal hauptsächlich auf ihn und auch auf eine zweite Sequenz richten. Ich habe noch keine Ahnung, wer dieser Typ sein könnte. Aber nachdem in der Überschrift oder im Namen von der Folge steht, die zerstörerische Kanone explodiert, knappe Sache für Luffy oder Luki, wie auch immer, würde ich sagen, es wird ein recht witziger Kampf zwischen Ruffy und diesem Typen da werden, der hoffentlich so stark ist, wie es der Trailer verspricht. Der hat nämlich ein bisschen Spannung bei mir aufgebaut und ja. Des Weiteren sieht man Law, wie er gegen Fujitora kämpft. Dann sieht man noch, wie er in einem Wald wegrennt und dann sieht man ihn wieder gegen ihn kämpfen. Keine Ahnung, ob das einfach nur so vom Trailer hier so reingeschnitten wurde oder ob das wirklich in der Reihenfolge abläuft. Auf jeden Fall wird Law die nächste Folge gegen Fujitora kämpfen, gegen ihn und seine Kometen. Man sieht ihn welche vom Himmel holen und ich würde sagen, das wird richtig geil und episch. Vor allem, weil nämlich Fujitora stark ist und Law stark ist und weil sie eigentlich alle ziemlich stark sind. Dann eine kleine Sequenz sieht man noch, die hat jetzt nicht viel mit der Folge wahrscheinlich dann zu tun. Und zwar Zorro, wie er mit diesem komischen Zwerg, den er ja damals gefangen hat, dadurch so durch die Gegend hüpft und sich mit ihm streitet. Ich denke mal, dass Zorro auf das Schiff will und der kleine Zwerg zu seinem Königreich zurück. Oder woanders hin. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge, ich freue mich auf richtig geile Kämpfe und auf witzige Szenen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!